Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal oder für die, die sich das auditiv nachher im Podcast anhören. Wir sind jetzt final tatsächlich bei Alex im Büro angekommen. Schön, dass wir da sind. Geht ab! Jetzt zum zweiten Mal. Gestern waren wir schon da. Ich habe euch schon ein bisschen was zum Alex erzählt. Alex, sein Kernthema ist Sales. Ja, damit ist er groß geworden. Damit hat er seine ersten Geschäfte aufgebaut. Alles nur Sales, Sales, Sales. Und jetzt letztes Jahr tatsächlich war es, da hast du gesagt, hey Tim, wir starten was Neues. Tim ist der Geschäftspartner, der ist leider nicht da, der ist in Istanbul. Ist gelandet vor einer Stunde. Ist er wieder da? Er ist wieder da, okay. Auf jeden Fall, die haben eine eigene Agentur gegründet, wo sie gesagt haben, pass auf, wir vereinen das Thema Online-Marketing und Sales und starten nochmal komplett neu von vorne durch. Das Spannende an der ganzen Story ist folgendes, und zwar, dass die Jungs es ganz anders gemacht haben, als du es sonst kennst. Und zwar, sie haben ihre Kunden weder über Facebook-Ads, noch über Funnel, noch über E-Mails, Webinare oder sonstigen Quatsch gewonnen, der gerade so draußen rumkursiert, den ich natürlich auch mache. Aber sie haben gesagt, wir gehen den Oldschool-Weg, wir nehmen den Hörer in die Hand. Und genau deshalb haben wir Alex hier, um darüber ein bisschen zu quatschen. Erzähl, gib uns doch nochmal einen kurzen Background zu dir. Zu mir. Für die Leute, die dich nicht kennen. One take. Ich bin, wie du schon gesagt hast, ja ursprünglich aus dem Sales-Thema, das heißt Vertriebscoaching eigentlich auch, die ich branchenübergreifend für Finanzdienstleister, für die Telekommunikation und was weiß ich schon alles gegeben habe. Und das war schon immer eigentlich mein Kernthema, wobei ich mich hier mehr auf das Thema Closing konzentriert und spezialisiert habe. Also nicht dieses Wischiwaschi, wir sind alles toll, wir sind alles Berater, sondern wirklich das Thema, hey, wie komme ich zum Abschluss? Ja. Das habe ich so für mich ein bisschen als Thema rauskristallisiert und mich dafür begeistert und habe mehrere Unternehmen gehabt und geführt halt auch, aber nie so den Fuß aus der Beratung quasi weggelassen. Und letztes Jahr habe ich so viele verschiedene Dinge probiert, die auch gescheitert sind, muss man ganz ehrlich sagen, und wo ich dann gesagt habe, pass auf, lass mal back to the roots, lass wieder zurück zum Agenturgeschäft, zu der Beratertätigkeit wieder zurückgehen. Und da habe ich halt meinen Partner, den Tim. Servus. Grüß dich, hallo. Bist du mit dabei beim Interview? Ja, am hohen Besuch hier heute, ist Hector auch dabei. Schnitt, hier geht's weiter, nachdem Hector uns kurz besucht hat. Also wie bereits gesagt, irgendwann mal haben wir einfach festgestellt, okay, die beratende Tätigkeit und das in dem Bereich können wir einfach am besten. Wir können mit unseren Strategien, die wir machen, einfach sehr, sehr vielen Unternehmern, und wir konzentrieren uns ja wirklich auf das B2B-Geschäft. Ja. Helfen, Neukunden zu gewinnen und aus den gewonnenen Interessenten auch wirklich zahlende Kunden zu machen. Mhm. Und dann sind wir halt, wie gesagt, in das Geschäft wieder zurück und haben halt wirklich von Anfang an Telefon. Ja. Was geht? weil im Endeffekt ist es so, klar, wir leben, was Neukundengewinnung angeht, in einem extrem geilen Zeitalter. Es war noch nie so einfach, Kunden zu gewinnen. Ja. Theoretisch. doch der ist halt immer zum einen auch wieder die Frage Angebot und Nachfrage. Ja? Es herrscht ein zu großes Angebot. Ja? Mhm. Die Nachfrage ist deutlich geringer. Und trotzdem versichere ich dir und verspreche ich jedem da draußen eine Sache: Wenn du in der Lage bist, deine Produkte und Dienstleistungen am Telefon zu verkaufen, wirst du immer in der Lage sein, schnell Geld zu machen, wirst du immer deiner Konkurrenz einen Schritt voraus sein, und du bist in der Lage, deine eigene Pipeline an Kundenanfragen selber zu definieren und selber zu kontrollieren. Mhm. Ja, weil am Ende ist es ein ganz, ganz einfaches Zahlenspiel, egal wie schlecht oder wie gut du bist. Ja, wenn du deine Quoten kennst, wie viele Anrufe muss ich tätigen, bis ich zum Termin komme, bis ich zum Abschluss habe, weißt du ganz genau, was du tun musst, um einen gewissen Umsatz X zu erreichen. Ja. Und das ist halt ganz klar schon immer unser Vorteil gewesen, weil wir halt einfach Verkäufer sind, werden wir auch immer sein. Und wir schämen uns auch nicht, das ganz klar und offen zu sagen. Ja, am Ende des Tages liefern wir trotzdem gute Ergebnisse für unsere Kunden. Und deswegen nimm Telefon, telefonier, mach Termin, gib Gas. Das ist unser Motto. Ja, ich erinnere mich noch, da hast du gesagt, hey, wir sind gerade wieder im Büro, wir machen Kaltakquise wieder. Und da habe ich mich am Anfang gewundert, habe mir so gedacht, wie Kaltakquise, hä, wofür, was geht ab? Und relativ schnell, das ging wie lange, 1-2 Monate, habt ihr gesagt, wir gehen jetzt ins Büro hier. Mhm. Dann saß auf einmal das nächste Mal, als ich kam, der Tim da. Mhm. Gestern kam ich, sitzt da der Jerome. Mhm. Dann erzählt ihr mir noch von 2 weiteren Mitarbeitern, die ich noch gar nicht kenne. Mhm. Und bis dato, bis von vor 3-4 Tagen, wo ich zum ersten Mal für euch Ads angemacht habe, um mal neue Kunden zu gewinnen,
habt ihr alles aufgebaut, seid wieder auf einen stabilen fünfstelligen Umsatz, ohne Ads, ohne irgendwelche anderen Kampagnen oder sonst was. Natürlich habt ihr das Selbstbewusstsein aus der Vergangenheit schon mitgenommen, das machen zu können. Führ uns doch vielleicht mal so durch den Prozess. Mhm. Du und Tim, ihr sitzt zusammen und ihr denkt euch, okay, wir brauchen Kunden. Mhm. Was habt ihr dann gemacht? Also im Endeffekt haben wir uns, egal ob du dich auf eine bestimmte Nische konzentrieren möchtest, ist jetzt mal irrelevant an dieser Stelle, wir haben uns halt die Frage gestellt, wer sind unsere potenziellen Kunden? Ja. Und diese potenziellen Kunden haben wir in drei Kategorien eingeteilt. Ja? Ultra fett, kann man machen und Kotz. Also die sind zum Kotzen. Ja. Ja, warum? Weil das sind zum Beispiel Betreiber oder Leute, wo du auf die Homepage gehst und das ist halt einfach 90er. Ja? Das ist so, hey, die haben nicht wirklich das Verständnis für Online-Marketing, die haben noch nicht mal eine anständige Homepage, benötigen das aber eigentlich unbedingt, sind aber wahrscheinlich nicht sensibilisiert genug, um zu sagen, hey, du pass auf, wir starten mit euch. Die Kann-man-machen-Kategorie ist quasi so das durchschnittlich. Da sind schon gewisse Basics vorhanden. Vielleicht haben die ja auch schon Online-Marketing betrieben. Du kannst ja heutzutage auch alles tracken. Ja, allein schon über die Facebook-Funktion Seitentransparenz kannst du ja sehen, wer aktuell irgendwelche Ads schaltet oder ähnliches. Ja. Und okay, da ist zum Beispiel eine gewisse Sensibilität vorhanden. Ja. Machen es aber falsch. Das kann man machen. Und dann gibt es natürlich der High-Shit Premium, wo wir sagen, hey, die machen eigentlich alles richtig. Theoretisch würden die uns gar nicht benötigen, aber sie können uns leisten. Ja. Ja? So. Und das haben wir dann im Endeffekt in diese Kategorien eingeteilt und uns dann natürlich die Kontakte rausgesucht. Das heißt, du musst unglaublich viel Zeit am Anfang investieren in die Recherche. Ja? Das heißt, von Impressum bis wer ist der Entscheider, vielleicht irgendwie auf Xing noch ein bisschen recherchieren, damit ich vielleicht schneller zum Entscheider komme, was immer ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja, wie komme ich ganz, ganz schnell zum Entscheider an der Vorzimmerdame vorbei? Ja, und sehr, sehr viel Recherche. Und dann, als wir ungefähr, das hat dann unser Praktikant, der Tim, gemacht. Ja, wir haben zwei Tims, einmal Tim, mein Geschäftspartner, und Tim, der Praktikant. Er hat das dann im Endeffekt alles gemacht. Und als wir 1000 Kontakte hatten in unserem CRM, haben wir gesagt, okay, jetzt legen wir los. Dann, wie lange habt ihr gebraucht dafür? Der hat eine gute Woche. Woche, aber das war von morgens bis abends, hat er nichts anderes gemacht. Ja. Ja. Und von Kategorisieren natürlich, Kategorie 1, 2, 3 bis Kontaktdaten rein und so weiter. Und dann haben wir auch mal geguckt, okay, wie viel High-Quality-Shit haben wir? Das heißt wirklich Telefonnummern direkt zu dem Entscheider. Ja? Da war so, keine Ahnung, ich glaube 10 bis 20 Direktrufnummern, die wir hatten. Alles andere war wirklich, du rufst eigentlich gefühlt bei einer Hotline an und sagst, hey, wer ist neuer Geschäftsführer? Ja. Ja. Und dann ging es los, haben wir unsere Leads aufgeteilt und angefangen zu callen. Und der Prozess an sich dann, wie das Gespräch funktioniert, ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, aber das Wichtigste ist einfach, dass bevor du überhaupt loslegst, dass du dich wirklich vorbereitest, dass du ganz genau weißt, hey, wen rufe ich an, wer ist es, was braucht er, was will ich bei ihm machen und Feierabend. Weil die meisten bereiten sich gar nicht vor oder bereiten sich viel zu lange vor, damit sie halt niemals den Kopfhörer in die Hand nehmen und anfangen zu telefonieren. Ja, ich muss noch meine Skripte machen, das muss ich noch mal verbessern, das muss ich noch machen. Ah, jetzt ist das nicht gut. Ja, jetzt ist Mittagspause. Ah, was weiß ich was. Und suchen ständig irgendwelche Ausreden, nicht zu telefonieren. Ja? Also du hast immer diese zwei Arten. Entweder gar nicht vorbereiten, bist am Arsch, oder zu lange vorbereiten, bist auch am Arsch. Und dann, als wir alles durch hatten, natürlich Skripte, die Rufnummern, die Einstellung, dann haben wir losgelegt und gesagt, okay, jetzt gehen wir Gas. Geil, okay. Und wie ging es dann weiter? Meinst du den Telefonprozess als Den Telefonprozess, sich? Genau. Also wie stellt man sich das vor, als jemand, der noch nie Kaltakquise gemacht hat? Naja, grundsätzlich, bevor du Kaltakquise überhaupt machst, muss dein Kopf im Klaren sein. Ja, du musst dir im Klaren sein, dass das, was du machst, die beschissenste Arbeit dieses Planeten ist. Ja. Ja, wenn du ganz schlecht bist, wenn dir 20 Leute sagen, nein, von 20 Leuten werden dich, wenn du beschissen bist, 10 sogar beleidigen und sagen, du Spacko, ruf mich nie wieder im Leben an. Ja. Und irgendwann kriegst du versehentlich einen Termin. Ja. So, das ist, wenn du schlecht bist. Ja. Ja? Und, aber auch wenn du gut bist, musst du damit rechnen, dass du zwischen 5 bis 10 Mal ein Nein bekommst. Bis einer Mann dann sagt, okay, geil, ich will mit dir anfangen zu arbeiten, beziehungsweise noch nicht mehr arbeiten, dass du überhaupt erstmal einen Termin bekommst. Ja? Weil du musst ja dann nochmal hin, musst mal pitchen. So. Hier ist bei uns natürlich das Ziel Termin. Das heißt, dass wir einen Termin vor Ort haben, dass der Tim oder ich dorthin gehen und dort unsere Produkt- und Dienstleistung im Endeffekt verkaufen können. Und
bevor du loslegst, musst du im Kopf klar, in dir klar sein, dass, hey, du musst mit Ablehnung rechnen. Hey, du musst mit Einwänden rechnen. Hey, das ist keine tolle Arbeit, sie ist aber notwendig, damit du schnell wachsen kannst. Und vor allem, wie stehst du zu deinem Produkt und zu deiner Dienstleistung? Mhm. Weil wenn du nicht davon überzeugt bist, dass du das, was du, das heißt, das hat jetzt nichts mit irgendwelchem Esoterik-Scheiß zu tun oder irgendwas. Ja, ich bin kein Esoteriker oder sonst irgendwas, aber ich glaube schon an eine gewisse Energie, ja, die du in deinen Raum bringen kannst oder übers Telefon vermitteln kannst. Ja? Und vor allem, wie du etwas vermittelst, was in deinem Kopf vorgeht. Und wenn du nicht davon überzeugt bist, dass das, was du machst, den Leuten wirklich hilft, dann nimm das Telefon gar nicht erst in die Hand. Und dann nehme ich immer auch bei meinen Coachings, weil wir coachen ja natürlich auch Kaltakquise, nehme ich immer folgende Metapher. Und zwar, ich stelle mal die Frage, hey, du, pass auf, ich bringe jetzt ein Telefonbuch hierher, klatsche es auf den Tisch und sag, ruf irgendjemanden an und verkauf ihm das und das. Oder mach einen Termin dafür. Mhm. Wie wäre das für dich? Wie würdest du dich fühlen? Da sagen die meisten ja, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ganz, ganz wenige machen dann so von wegen, ja, mir würde es nichts ausmachen. Und dann gibst du ein Telefon in die Hand und dann werden die gleichen Fall drüber. Ja. So. Aber wir nennen das Kind beim Namen, die meisten haben Schiss. Und dann sage ich, okay, alles klar, den Ende des Szenarios. Du bist Angestellter bei der Lotterie. Ja. Und deine einzige Aufgabe ist es, den Gewinner anzurufen. Ja. Und zu sagen, Bro, herzlichen Glückwunsch, du hast 40 Millionen gewonnen. Ja. Wie sieht's aus, wann kannst du die Kohle abholen? Ja. Kannst du vormittags, nachmittags, grundsätzlich, wie sieht's bei dir aus? Damit hat keiner ein Problem. Ja. Warum? Weil du natürlich etwas Positives mit den 40 Millionen assoziierst. Ja. Und wenn du nicht genau diese Denkweise zu deinem eigenen Produkt hast, dann nimm nicht das Telefon in die Hand. Dann lass es sein. Denn du musst dir das Produkt erstmal von vornherein selbst verkaufen, bevor du es anderen verkaufen kannst. Und wenn diese Grundlage in deinem Kopf erstmal stimmt, dann kannst du überhaupt erst anfangen. Ja, und dann brauchst du natürlich die richtigen Skripte, die richtige Herangehensweise, die richtige Tonalität, die du benötigst. Ja, also wirklich ein Leitfaden für dein Telefonat bis hin zur richtigen Einwandbehandlung und Feierabend. Und dann kannst du loslegen. Und irgendwann ist das dann halt ein Automatismus, weil man kann es dann intrinsisch. Oder guckst du auch noch ins Skript? Nee, also ich grundsätzlich ganz, ganz wichtig auch, egal ob ich Einwandbehandlung, Closing, Grundlagen des Verkaufs, Telefon, ich mache es eh anders. Mhm. Ich bin da, ich für mich bin da eh ganz raus. Ja, wenn du das so lange, so die Jahre machst, ja, dann hast du auch irgendwann mal so eine, viele sagen auch meine Teilnehmer, so eine Aura, wo du das Gefühl hast, du kannst eh machen, was du willst, es funktioniert. Mhm. Ja. Zum Beispiel habe ich mal einer der krassesten Deals, die ich geclosed habe, ja, es war, ja, ging so um 250.000, ja, die ich geclosed habe, war der Einwand, hey, du, pass auf, wenn du nicht 10% runtergehst, kriegst du den Auftrag nicht. Und da habe ich gesagt, la was, 10%, lass mal machen. Ja. Und er hat es gemacht. Ja. Er hat gelacht und hat es gemacht. Ja. Das funktioniert, weil ich es bin, auf meine Art und Weise. Ja. Genauso wie am Telefon, wenn beispielsweise hat auch einer, mein Mitarbeiter wurde beleidigt am Telefon. Und dann habe ich der Tim oder was? Nee, ich will den Namen hier nicht nennen. Okay. Wurde beleidigt, ja. Ist auch ein bisschen länger her. Und da habe ich zurückgerufen und habe gesagt, hey, du, wieso hast du ihn gerade beleidigt? Ich meine, was hat er gemacht? Ja, der ist schon der 20. der hier anruft. Ich so, hey, ich bin total bei dir. Verstehe ich absolut. Und verstehe ich. Ich werde auch täglich von irgendwelchen schlechten Verkäufern angerufen. Nun, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, jemanden zu beleidigen, das echt nicht. Und das sagt mehr über dich aus als über mich oder über meinen Mitarbeiter oder über unser Unternehmen. Und ganz ehrlich, mit so jemandem habe ich auch gar keinen Bock zusammenzuarbeiten. Ich wollte dir das aber auch einfach nur mal gerade sagen, weil finde ich, das geht einfach gar nicht. Einfach mal als Feedback von mir. Okay? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hab aufgelegt. Und wurde zurück. Ja, ey, eigentlich hast du recht, tut mir leid und so weiter. Hey, jetzt aus fairer Weise einfach, weil das scheiße von mir war. Ich war gerade ein bisschen gestresst, was macht ihr denn eigentlich? Ja, und plötzlich hatten wir einen Termin. Ja. Es gibt Dinge, wenn du wirklich fest genug an etwas glaubst, dann funktioniert fast alles. Ja. Solange du aber nicht wirklich das in deiner DNA hast, brauchst du Skripte, brauchst du Leitfäden und brauchst ein ganz genaues Ding, wie du was zu machen hast. Klingt einfach, oder? Ich denke, es ist es auch tatsächlich. Nein, ist es nicht. Bearsch dich nicht, das ist nicht einfach. Wird auch nie einfach sein, ja? Aber der Vorteil ist, wenn du es kannst, dann läuft es. Also ich meine, ja, das ist das Ding. Ich glaube, irgendwann... Also glaubst du, man muss dafür jetzt geboren sein oder man kann es sich antrainieren? Weil ich weiß jetzt nicht, was es bei mir ist, aber telefonieren, egal wann, zu welchem Zeitpunkt, mit wem, fällt mir nicht schwer. Ich habe Bock drauf, macht Spaß.
es ist für mich wie ein, auch für mich einfach wie ein Spielplatz, wo man sich austauscht und fertig. Und scheißegal, wer am anderen Ende des Telefons ist, das ist auch nur ein Mensch. Und egal, was in seiner Vita drin steht, man kann den zum Lachen bringen, man kann den auch, sage ich mal, in seine Schranken weisen und so weiter, einen Termin kriegen, Geld kriegen oder auch eine Abfuhr kriegen, wie auch immer. Deshalb, aber um die Frage zu beantworten, kann man das lernen, Alex? Ja, kann man aber mit Vorsicht. Mit Vorsicht. Mit Vorsicht. Also dieses, ja, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass harte Arbeit Talent irgendwann mal überholt, wenn das Talent nicht dann dafür arbeiten sollte. Mhm. Das heißt, wenn man sich nur aufs Talent verlässt, überholt dich Fleiß. Ja, man kann alles lernen. Nein, man kann nicht in allem gut sein. Mhm. Das ist Bullshit. Ja. Ja, es gibt Leute, die müssen unglaublich viel trainieren und sind immer noch nicht gut. Ja, und auch dieses Thema Fleiß, der Fleißige überholt irgendwann mal das Talent. Ja, das stimmt. Unter der Voraussetzung, dass das Talent nicht trainiert. Ja. Denn wenn du Talent hast und du trainierst trotzdem, dann bist du ein viel besserer Motherfucker als alle anderen sowieso. Ja. Ja, und genau das geht. Ja, man kann das lernen. Ja, man kann auch, ich würde mal sagen, mit Durchschnitt immer noch Erfolg reicht sein und Erfolg generieren. Nichtsdestotrotz braucht man einfach verschiedene Basics. Ich habe das beste Beispiel, habe ich gerade in einer Situation mit meinen zwei Jungs hier, die ich jetzt habe, zum Beispiel den Tim, den wir gerade schon genannt haben, und den Jerome, den du jetzt kennengelernt hast. Ja? Der Tim zum Beispiel, der hat eine desaströse Tonalität. Habt ihr schon so oft gesagt. Ja. Der klingt einfach seine Stimmlage und das ärgert ihn ja selbst. Er trainiert so sehr, er gibt sich so viel Mühe, er kriegt diese Tonalität nicht raus. So. Aber er macht trotzdem Termine. Er macht trotzdem Termine. Er macht Termine und er macht die meisten Termine. Yeah. So. Jetzt haben wir einen anderen, bei dem stimmt die Tonalität, er klingt total eloquent, macht aber keine Termine. Yeah. Warum? Weil er nicht die Routine hat und nicht das macht, was er machen soll. Der andere hat die Routine, ist von den Grundvoraussetzungen eigentlich schlechter, macht aber das, was er machen soll und kriegt ein gewisses Ergebnis. Ja. Das heißt, wenn der und das ist halt jetzt ganz, ganz wichtig, das heißt, der andere hat ein Talent. Wenn der mit dem Talent jetzt noch anfängt, richtig zu trainieren und wir mit ihm jetzt richtig üben, ich meine, der junge Mann ist jetzt seit ganz, ganz neu da, ich glaube, der ist jetzt in seiner zweiten Woche, ja, und wenn wir das schaffen, in die richtige Richtung zu lenken, dann ist ciao, dann ist richtig ciao. Aber das muss halt erstmal passieren. Spannend, spannend. Ich glaube, dazu gibt es noch tausend andere Sachen zu erzählen oder zu sagen. Jetzt für dich als Agenturgeschäftsleiter oder was, wie nennt ihr euch? Seid ihr Unternehmensberatung? Wir sind Unternehmensberatung. Unternehmensberatung, okay. Mit Umsetzung aber. Ja. Unternehmensberatung mit Umsetzung. Genau. Sagst du, Kaltakquise sollte Pflicht sein in jedem Unternehmen, dass man das macht, dass man es machen sollte? Ja, auf jeden Fall. Also die Frage ist, was du für dich persönlich möchtest. Ja, wenn du wenn du groß werden möchtest, dann ist das ein Muss. Ja. Wenn du überleben möchtest, musst du es nicht machen. Wenn es dir eh scheißegal ist, musst du es auch nicht machen. Wenn du gerne insolvent werden möchtest, dann ist es recht nicht. Ja. Wenn du aber groß werden möchtest und gut Geld verdienen möchtest, und zwar und auch nicht von der, ich sag mal, von der wirtschaftlichen Lage abhängig sein, ja, der soll das Telefon in die Hand nehmen und telefonieren. Ja. Ja? Weil du sollst Vertrieb oder ein Geschäft basiert nicht auf den Gedanken des Glücks. Ich meine, klar, du kannst Ads schalten, du kannst eine gute Kampagne haben, du kannst eine geile Landingpage haben, doch am Ende des Tages ist es trotzdem Glück. Dieses, was Facebook anzeigt, wie viel Traffic und wie viel Conversion du unter Umständen hast, das ist ein Traum. Ja. Was unterm Strich dabei rumkommt, ist was anderes. Aber es ist Glück. Es ist systematisches Glück. Das heißt, du forderst das Glück ein bisschen heraus, indem du zu richtigen Zeitpunkt die geilen Ads schaltest, die vielleicht die richtige Person trifft, die dann auch noch sagt, hey, das spricht mich ganz genau an. Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die ineinander greifen müssen, damit du ein Lead bekommst. Ja. Und zwar einen hochwertigen Lead. Ja. Diese Lead muss dann auch angerufen werden, muss ja auch angerufen werden und muss dann auch geclosed werden. So, das heißt, ich muss jetzt warten, bis du hier was schaltest, wird irgendwann mal abend das Ding klingt und sagt, hey, ich habe ein Lead. Hey, fett, geil. Das close ich so. Ich glaube, ich könnte mit Körpersprache, ohne was zu sagen, würde ich diesen Lead closen. Aber Karl, nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Und ich brauche, muss nicht warten. Ich kann jederzeit, zu jedem Augenblick, irgendwo jemanden anrufen und ihm dann meine Sachen am Telefon verkaufen. Und genau so funktioniert Unternehmertum. Denn du bist nicht Unternehmer geworden, um auf Zufälle oder Glück zu warten, sondern du bestimmst dein Income, deine Pipeline selbst. Ja. Und das macht für mich einen richtigen Unternehmer aus. Ja.
sehr cool, vielen Dank. Wir werden bestimmt noch einige mehr Videos mit Alex drehen in Zukunft, weil Alex kann nicht nur zum Thema Kaltakquise eine ganze Menge erzählen, sondern auch zu tausend anderen Sachen. Deshalb hängen wir auch so viel ab, weil es wird nicht langweilig. Jedes Mal passiert was Neues. Wir wollen hier auch gar nicht das Thema Ads, Funnel oder sonst was schlecht reden, sondern wir wollten einfach in diesem Video mal für dich als... Gar nicht, ich verkaufe den Scheiß ja selbst. Eben. Wer auch immer du bist, was auch immer du machst, ganz egal in welcher Situation du steckst. Viele haben eine Gemeinsamkeit, die jetzt zu diesem Zeitpunkt eine ganze Menge Geld verdienen mit ihren Unternehmen oder auch als selbstständige Freelancer. Sie haben mal Kaltakquise betrieben, Kaltakquise gemacht. Ganz egal, ob du mal im Vertrieb warst, im Network warst, was auch immer du gemacht hast davor oder was auch immer du für Dienstleistungen verkaufst. Ganz oft ist es so, dass die allgemein die Zielgruppe der Leute, die du erreichen kannst, die Entscheider sind, die dein Produkt kaufen können, meistens sogar so gering ist, dass du die teilweise nicht mal mehr im Facebook-Targeting findest. Kommt auch schon vor oder hatte ich auch schon öfter mal da gehabt, dass Leute gesagt haben, die kannst du für dieses Produkt Ads schalten. Und ich habe gesagt, ich so, ey, beim besten Willen, da hast du bessere Chancen, wenn du dir die 10 Nummern raussuchst und die alle selber anrufst. Ja? Was willst du da Ads auf die schalten? Ist natürlich nur in seltenen Fällen der Fall. Nichtsdestotrotz, wer Bock darauf hat, mehr zum Thema Kaltakquise zu erfahren oder wie du deine Agentur, deinen Vertrieb, was auch immer, mit Kaltakquise bzw. Telefonmarketing skalieren kannst, Alex schreiben, Coaching buchen oder was auch immer einkaufen, ja, bei den Jungs. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt auf mehr Videos, in den Kommentaren da lassen. Ansonsten, wir sehen und hören uns. Dein Nick. Bis dann. Ciao.